Boah, 36,8 Millionen Tonnen weltweit. Der CO2-Ausstoß im Jahr 2022 ist so hoch wie noch nie zuvor. Deutschland will doch bis 2045 gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Wie soll das denn gehen? Wir müssen halt eher gestern als heute aufhören, CO2 in die Luft zu pusten, wenn wir verhindern wollen, dass sich die Erde zu stark erwärmt. Da CO2 in der Atmosphäre nicht abgebaut wird, sondern sich dort sammelt, müssen wir, wo es nur geht, Emissionen vermeiden und auf erneuerbare Energien setzen. Aber es gibt doch Industriezweige, bei denen es nach heutigem Stand gar keine Alternative zu den fossilen Rohstoffen gibt. Zum Beispiel bei der Herstellung von Zement oder Kalk oder Gas. Dort werden wir auch in Zukunft Treibhausgase ausstoßen. Also erneuerbare Energien alleine helfen hier auch nicht. Das ist richtig. Um unvermeidbares CO2 einzufangen, bevor es in die Luft gelangt, gibt es mittlerweile sogar schon technologische Ansätze. Und es gibt sogar Verfahren, um angesammeltes CO2 aus der Luft zu filtern. Wie bitte soll das denn gehen? Wie fängt man CO2 ein und welche technischen Ansätze gibt es überhaupt dafür? Grundsätzlich gibt es grob zwei Zeitpunkte, an denen man CO2 einfangen kann. Entweder direkt bei der Entstehung und Freisetzung bei industriellen Prozessen. Damit verhindert man, dass es überhaupt erst in die Atmosphäre gelangt. Oder man saugt es nachträglich aus der Atmosphäre heraus. Für beide Varianten gibt es bereits verschiedene technologische Ansätze, die getestet und zum Teil schon in großen Anlagen umgesetzt werden. Wir stoßen CO2 aus, wenn wir fossile Energieträger verbrennen, um daraus Energie für Wärme oder Mobilität zu gewinnen. Zwar ist es theoretisch möglich, Carbon Capture in der fossilen Energiegewinnung einzusetzen, nur ist es denkbar kontraproduktiv. Da wir auf jeden Fall auf erneuerbare Energien umsteigen müssen, wird die Methode für fossile Energiekraftwerke nicht mehr wirklich diskutiert. Die Möglichkeit, CO2 einfangen zu können, darf keine Ausrede dafür sein, nicht von den fossilen Energien wegzukommen. Es gibt jedoch Industriezweige, für die es derzeit zumindest keine CO2-armen Alternativen gibt, zum Beispiel bei der Zementherstellung, bei der das CO2 aus dem Kalkstein freigesetzt wird. Um das CO2 in solchen unvermeidbaren Industriewerken abzufangen, gibt es drei Möglichkeiten. Erstens Post-Combustion. Das bedeutet, das CO2 wird aus dem Abrauch gefiltert, der entsteht, wenn beispielsweise Kohle unter Anwesenheit von Luft verbrannt wurde. In dem Prozess wird ein Abgasgemisch aus CO2, Wasser, Stickstoff und weiteren Komponenten freigesetzt. Um das CO2 von den anderen Komponenten zu trennen, wird der Abrauch gewaschen. Das bedeutet, er wird mit einem flüssigen Lösungsmittel versetzt, das das CO2 bindet. Um das CO2 aus dem Lösungsmittel wieder zu entfernen, wird das Ganze erhitzt. Dadurch wird das CO2 wieder gasförmig und kann dann aufgefangen werden. Da diese sogenannte CO2-Rauchgaswäsche dem eigentlichen Prozess nachgeschaltet ist, kann dieses Verfahren prinzipiell auch in bestehenden Industrieanlagen nachgerüstet werden. Allerdings kostet die Wäsche sehr viel Energie, die am besten aus erneuerbaren Energien stammen sollte. Zweitens, das CO2 kann auch Pre-Combustion, also direkt aus dem kohlenstoffhaltigen Energieträger selbst abgetrennt werden. Besonders gut einsetzbar ist dieses Verfahren mit Gasgemischen. Andere fossile Grundstoffe, beispielsweise Kohle, werden dafür extra in einem Vergaser umgewandelt zu einem Gemisch aus Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff. In einem weiteren Schritt wird das Kohlenstoffmonoxid mit Wasserdampf versetzt und reagiert zu Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff, die durch physikalische Techniken oder durch Membran voneinander getrennt werden können. Der Vorteil hier: Das Verfahren erzeugt zusätzlich relativ CO2-armen Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen. Dieser kann perspektivisch als Treibstoff oder auch zur Stromerzeugung genutzt werden. Außerdem verbraucht dieses Verfahren weniger Energie. Gleichzeitig sind diese Art der Industrieanlagen allerdings sehr aufwendig und sind deswegen noch nicht so stark vertreten. Im dritten, sogenannten Oxy-Fuel-Verfahren, findet die Verbrennung selbst in fast reinem Sauerstoff statt. Dabei entstehen weniger andere Rauchgase und dafür eine sehr hohe Konzentration von CO2 von über 70%. Das macht die Abtrennung des CO2 theoretisch einfacher, jedoch muss der Sauerstoff für die Verbrennung selbst erstmal in einem Extraprozess hergestellt werden. Außerdem entstehen bei der Sauerstoffverbrennung sehr hohe Temperaturen, die das Material der Anlage stark schädigen können. Nachhaltiger wird die Abtrennung von CO2 in der Industrie dann, wenn es sich dabei um Biogasanlagen oder Brauereien handelt, also wenn der verwendete Rohstoff selbst aus Pflanzen besteht. In der sogenannten BECCS-Technologie werden im großen Maßstab Pflanzen angebaut, um daraus zum Beispiel in Biogasanlagen Energie zu gewinnen. Diese Pflanzen filtern zunächst CO2 aus der Atmosphäre heraus und binden es.
Während der Umwandlung in Biogas und spätestens bei der Nutzung der EndverbraucherInnen als Kraft- oder Heizstoff wird das CO2 wieder in die Atmosphäre freigesetzt. Damit hat man zumindest kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre gepustet. Würde das CO2 zusätzlich gespeichert statt weiter genutzt, würde es sogar zu einer Minusbilanz, also negativen Emissionen, kommen. Ist das CO2 erstmal in der Atmosphäre, reichert es sich dort an, da die Mengen, die wir ausstoßen, so groß sind, dass sie von den bestehenden natürlichen CO2-Senken wie Bäumen nicht aufgenommen werden können. Doch wieso saugen wir das CO2 nicht einfach aus der Luft? Ja klar, mit einem riesigen Staubsauger oder was? Ja, im Prinzip schon. Die Technologie heißt Direct Air Capture und wird beispielsweise in Anlagen auf Island und in der Schweiz schon genutzt. Dabei wird die Umgebungsluft erstmal in großen Ventilatoren angesaugt. Dann wird das CO2 entweder in eine spezielle Flüssigkeit absorbiert, also aufgenommen und von anderen Bestandteilen der Luft getrennt. In einem chemischen Prozess wird es mit Calcium mineralisiert, also zu einem Feststoff gemacht. Anschließend kann das CO2 in weiteren Schritten wieder vom Calcium getrennt werden. Oder, wie im Falle der Anlage in Island, wird die angesaugte Umgebungsluft durch große Filter geleitet. Diese Filter sind chemisch verändert, zum Beispiel mit Aminen beschichtet. Diese adsorbieren das CO2, also halten es an der Oberfläche fest, während der Rest der Luft durch die Filter hindurchströmt. Die Filter werden dann mit 100 Grad heißem Wasser erhitzt und das Kohlendioxid so wieder von der Oberfläche gelöst. Das CO2 kann dann aus dem Wasser isoliert und gesammelt werden. Direct Air Capture hat viel Potenzial, überschüssiges CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Es handelt sich dabei um ein einfaches Prinzip und Anlagen sind vergleichsweise einfach zu bauen. Zudem kann es schon angereichertes CO2 aus der Luft heraussaugen. Allerdings braucht das auch viel Energie. Und in Deutschland gibt es bisher nur wenige Direct Air Capture Anlagen, die zumindest bisher noch nicht kommerziell genutzt werden. Hast du noch andere Fragen zum Thema? Aber kostet es nicht extra viel Geld, wenn wir gleich mehrere Technologien entwickeln? Naja, es reicht leider nicht, die vermeintlich effizienteste Technologie herauszufiltern und nur diese eine zu fördern. Denn so unterschiedlich wie der Zweck in der Industrie ist, so setzt sich auch deren Abrauch aus zum Teil sehr unterschiedlichen Komponenten zusammen. Je nach Zweck und Funktion der Industrieanlage muss auch die Carbon Capture Methode angepasst werden, dass das CO2 so effizient wie möglich herausgefiltert werden kann. Auch können diese Technologien nur einen ergänzenden Anteil an der CO2-Bindung übernehmen und nur dort, wo sich der Ausstoß von CO2 nicht anders verhindern lässt. Die Direct Air Capture Anlage auf Island filtert bisher zum Beispiel nur rund 4000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist etwa die Menge CO2, die 506 Deutsche in einem Jahr ausstoßen. Neueste Verfahren filtern bisher insgesamt nur 2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft. Im Vergleich, Bäume filtern dagegen ca. 2 Milliarden Tonnen. Deswegen müssen auch natürliche CO2-Senken stärker gefördert werden. So müssen zum Beispiel Wälder aufgeforstet und am besten die ausgetrockneten Moore wieder vernässt und reaktiviert werden. Zum einen stoßen ausgetrocknete Moore selbst viel CO2 aus. Zum anderen können vernässte Moore mehr CO2 binden als Wälder. Das CO2 wird von den Moorpflanzen aufgenommen, aus denen sich, wenn sie absterben, dann Torf bildet, in dem das CO2 fest gespeichert wird. Auch Seegraswiesen und Mangrovenwälder sind starke natürliche CO2-Senken, die jedoch immer mehr drohen zu verschwinden. Dazu kommen solche Ideen wie Kalkgestein, das CO2 sehr gut binden kann, zu zermahlen und zum Beispiel auf Feldern zu verstreuen. Durch die Zerkleinerung des Steins wird die Oberfläche, die mit der Atmosphäre in Kontakt kommt, größer, sodass es noch mehr CO2 binden kann. Doch die natürlichen Prozesse alleine reichen mittlerweile nicht mehr aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Am besten schaffen wir eine möglichst effiziente Kombination aus natürlichen Ansätzen und neuer Technologie. Aber ist es nicht paradox, wenn wir erstmal extra viel Energie reinstecken müssen, um mit diesen neuen Technologien das CO2 abzufangen, vor allem wenn sie nur einen Bruchteil zur Klimaneutralität beitragen? Erzeugen wir da nicht große Mengen CO2, um es dann nachher wieder einzufangen? Absolut. Und deswegen ist es wichtig, die erneuerbaren Energien auszubauen. Denn nur wenn wir die Energie für das Carbon Capture nachhaltig gewinnen, ergibt der ganze Prozess überhaupt Sinn. Und ob wir mit dem Carbon Capture Technologien zu einer Minusbilanz kommen, also ob wir mehr CO2 aus der Atmosphäre nehmen, als wir hineinblasen, hängt außerdem davon ab, was wir anschließend mit dem CO2 machen. Um die überschüssige Menge des Treibhausgases aus der Atmosphäre nachhaltig zu entfernen, müssen wir natürliche Senken und Technologien zur CO2-Entnahme fördern,
aber auch neue Emissionen meiden und das herausgefilterte CO2 am besten ganz wegspeichern. Okay, okay. Aber wohin mit dem gesammelten Kohlenstoff? Hat man den Kohlenstoff erstmal eingesammelt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nutzt das CO2 weiter, also eine Art Recycling des Kohlenstoffdioxids, oder man speichert es. In der sogenannten Carbon Capture Utilization wird der Kohlenstoff weitergenutzt, entweder als direktes Produkt, zum Beispiel in Feuerlöschern, oder als Zusatz für die Kohlensäure in Mineralwässern und Limonaden. Und es kann auch als Grundstoff für die industrielle Verarbeitung genutzt werden, zum Beispiel um Kunststoffe herzustellen oder auch Energieträger für den Verkehr und die Wärmeversorgung. Dieser Recyclingprozess kann jedoch nur dann nachhaltig zur Klimaneutralität beitragen, wenn das CO2 aus der Atmosphäre stammt, da es durch CCU lediglich zu einem späteren Zeitpunkt und anderen Stellen trotzdem wieder in die Atmosphäre gelangt. Das heißt, es ergibt sich im besten Fall nur unter Einsatz erneuerbarer Energien eine Art Kreislauf. Überschüssiges CO2 wird so jedoch nicht beseitigt. Um die Menge an ausgestoßenem CO2 zu verringern oder den Anteil in der Atmosphäre zu verkleinern, muss das CO2 nicht nur abgetrennt, sondern irgendwo gespeichert werden. Am besten dort, wo es gar nicht mehr oder nur in umweltverträglichen Mengen entweichen kann. Dieser Ansatz nennt sich CCS, also Carbon Capture and Storage, und wird beispielsweise in Norwegen schon seit 1996 genutzt. Hier wird das isolierte CO2 entweder als Gas oder als Flüssigkeitsgemisch unter der Erde in Lagern gespeichert. Dafür können zum Beispiel ehemalige Erdgaslagerstätten dienen oder sogar der Meeresboden. Es gibt dabei sogar die Möglichkeit, das CO2 zusammen mit anderen Ionen wie Magnesium und Calcium in das Basaltgestein des Meeresbodens zu pressen. Dort mineralisiert das Gemisch dann über einen längeren Zeitraum zu Gestein. Aha, aber was, wenn das CO2 dort wieder entweicht? Und wer will denn solche Speicher direkt vor der Tür haben? Und greifen wir damit nicht auch in die Natur ein? Ja, wenn du oder ihr euch für die Speicherung und weitere Nutzung des Kohlenstoffs interessiert, dann empfehle ich euch, schaut bei Die Debatte vorbei. Die beschäftigen sich nämlich in ihrem aktuellen Schwerpunkt auch mit den Themen Storage and Utilization und beleuchten diese mit Hilfe von WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Perspektiven. Was haltet ihr von der Idee, CO2 einfach einzufangen? Denkt ihr, diese Technologien haben Potenzial zum Erreichen der Klimaziele beizutragen? Oder verhindert ihr Einsatz, dass wir uns von den fossilen Brennstoffen abwenden? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und dann bleibt mir zu sagen, schön, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!